Dann gibt es einen Schneckentopf. Also bestimmt 6 Jahre. 6 Jahre. Es war mal ein Fahrradabstellraum, das weiß ich auch. Genau. Fahrradabstellraum? Genau. Ach, das ist ja die Kundin aus dem Blumenladen. Es gibt viele, viele, viele Kunden, die es zu schätzen wissen, Handarbeit. Und nicht, was von der Rolle kommt oder von sonst woher verschifft wird. Nö, nee, eigentlich können wir ganz, glaube ich, zufrieden sein. Ja. Klar, steigen die Lernmieten. Ja, also wir versuchen immer noch alles im Rahmen zu halten, logisch. Klar, gibt es hier und da ein paar Erhöhungen. Tschüss, wir kriegen das. Fast also, voll. Ja, weil wir müssen ja, wenn einer mal frei hat. Urlaub. Oder Urlaub oder sonst irgendwie. Ja, krank, also, weil Gott sei Dank alle nicht so sind. Funktioniert. Besonders. Alles ist lecker. Wie der Ostbäcker gebacken hat. Ja. Und das kommt von ganz weit her. Das Brot geht sogar nach Moskau und so weiter. Ja. In der Buchler Straße ist der Bäcker, der Herr Blank. Und der liefert uns das dann. Aber früh aufstehen muss man trotzdem. Ja. Sieben. Ja, sieben hört sich immer noch ganz human an, aber man muss ja auch einräumen, man muss halt vorarbeiten. Aber gibt's ja denn schon ab halb? Nee, wir haben uns jetzt alle irgendwie angenommen. Wir sind Verkäuferin? Ich bin keine Verkäuferin. Aber Lebensmittelbranche, ich auch erst seit 5 Jahren. Also ich komme öfter her, ich gehöre so zu den Stammkunden, die immer hier sitzen, Kaffee trinken mit dem Buch und dann irgendwas essen. Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Das ist eigentlich fast eine familiäre Atmosphäre. Und wenn man hier länger sitzt, dann kriegt man auch mit, dass das alle Stammkunden, fast alle da, die ganz nett behandelt werden und ganz zuvorkommend und auch recht individuell. Also ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Und da ich viel Zeit habe und auch viel unterwegs bin, komme immer wieder hierher. Und das ist hier wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass sich das ganz, ganz lange hier hält. Das ist wirklich bewundernswert. Und eine einwandfreie Ware. Ganz toll. Kann nur loben. Dann gibt es einen Schneckentopf. Ich bin Freundin, Bekannte. Aber ich bewundere das immer, wenn man hier ist, wie individuell auch immer auf die Menschen eingegangen wird. Und viele, viele Ältere, die bis zur Tür gebracht werden, raus. Das ja, ist immer. Das kriegt man bei Aldi und Lidl nicht. Nee, da kriegt man eine Gänsehaut, wie schön das doch sein kann. Früher ja, war das so, alles haben wir auch zu DDR-Zeiten. Da war das hier die Einkaufsstraße. Ein Laden am anderen. Und wer irgendwas Besonderes gesucht hat, war eben hier die Straße. Jetzt in der letzten Zeit sind das hier alles bloß Galerien. Da ist doch kaum wieder drin. Insofern werden auch die paar Geschäfte, die hier noch sind, die gibt es dann irgendwann nicht mehr. Also die Gegend stirbt da richtig. Es wird angestellt. Die Karl-Marx-Allee. Und wenn einer raus ist, kommt schon der nächste. Also ohne Galerie. Und dafür sind ausgerechnet die Karl-Marx-Buchhandlung gestorben. Ja. Also so verliert in Berlin. Also es sind viele Straßen so, dass die einfach dadurch eben tot werden. Ne? Ich glaube, ich nehme jetzt auch noch was mit für heute Nachmittag, wenn ich jetzt hier schon mal bin. Das ist eben auch die Vielfalt hier, ne? Es gibt ja eben besondere Tage, wo eben nur das ist. Dann gibt es einen Schneckentag, dann gibt es so einen Tag. Alles schmeckt. Dann nehme ich mal ein Plunderstück. Und die Kekse. Also die Kekse, da müssen Sie aufpassen, dass wir nicht die ganze Packung immer essen mit so einer. Wunderbar. Das ist ja mal schön drin. Was noch zu hervorzuheben ist, das sind immer die Sachen vom Vortag. Die werden immer, die wird nicht weggeschmissen, das wird immer nochmal mit angeboten. Ne? Das Brot, das kann man nächsten Tag nochmal essen oder den Kuchen. Also die Nachhaltigkeit wird da auch nochmal beachtet. Das finde ich auch nochmal schön. Dann gibt es einen Schneckentag. Das ist ja mal schön.